Tagesordnungspunkt 3, Beratung des Tätigkeitsberichts 2016 des Petitionsausschusses. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Widerspruch sehe ich keinen. Dann ist das so beschlossen. Deshalb kann ich die Aussprache auch eröffnen und erteile zu Beginn das Wort der Vorsitzenden des Petitionsausschusses, der Kollegin Kersten Steinke. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit Gründung der Bundesrepublik ist das Petitionsrecht im Grundgesetz verankert. Dieses Recht zu nutzen ist für viele Bürgerinnen und Bürger oftmals die letzte Instanz. Und dieses Recht bietet oft auch die einzige Möglichkeit, eine Beschwerde prüfen zu lassen, eine Rechtsauskunft zu erhalten und Probleme mit Verwaltungsbehörden zu lösen. Und außerdem können Bürgerinnen und Bürger mit Bitten zur Gesetzgebung am politischen Leben teilhaben und zur Gestaltung unserer Gesellschaft beitragen. Die Initiative liegt aber immer bei den Bürgerinnen und Bürgern. Und deshalb muss das Recht, eine Bitte oder Beschwerde einzureichen, noch bekannter und noch transparenter gemacht werden. Petitionen sind für uns Abgeordnete wie Ideenboxen. Denn viele Petitionen zeigen uns auf, was alles an einem neuen Gesetz in der Praxis nicht funktioniert oder wo Einrichtungen und Verwaltungen des Bundes fehlerhaft arbeiten. Der Petitionsausschuss war im Jahr 2016 wieder Anlaufpunkt für viele Bürgerinnen und Bürger. 11.236 Petitionen wurden neu eingereicht. Das sind weniger als die Jahre zuvor. Und die Ursachen dazu sind vielfältig. Ich denke aber nicht, dass die Menschen zufriedener geworden sind. Um den Ursachen auf den Grund zu gehen und auch um unsere Arbeits- und Herangehensweise auf den Prüfstand zu stellen, haben sich die Mitglieder des Petitionsausschusses entschlossen, eine öffentliche Fachexpertenanhörung am 29. Mai durchzuführen. Und ich lade Sie hiermit alle ganz herzlich dazu ein. Hier ein paar Fakten zum Jahresüberblick. Ein Drittel der Eingaben gingen auf elektronischen Weg ein. Auf der Petitionsplattform des Ausschusses im Internet meldeten sich 175.000 neue Nutzerinnen und Nutzer an. Somit hat unsere Plattform mittlerweile über 2 Millionen registrierte Nutzerinnen und Nutzer. 633 Petitionen wurden auf der Plattform veröffentlicht. Das sind 249 mehr Petitionen als im Vorjahr. Dazu gab es 20.000 Diskussionsbeiträge und 222.000 elektronische Mitzeichnungen. Wir sehen also, der Petitionsausschuss hat in der Bevölkerung nach wie vor einen hohen Stellenwert. Aber es liegt an uns, dieses Vertrauen, was die Bevölkerung in uns hat, nicht zu enttäuschen und durch unsere tägliche Arbeit immer wieder aufs Neue zu rechtfertigen. Die öffentliche Beratung von Petitionen ist dabei im Ausschuss eine Form, um über die Arbeit des Ausschusses öffentlich zu berichten, Entscheidungen nachvollziehbar zu machen und die Petentinnen und Petenten in die Entscheidungsfindung noch besser einzubeziehen. Deshalb empfehle ich dem neuen Ausschuss, sich von der starren Anzahl von 50.000 Unterschriften in 4 Wochen, die es für eine öffentliche Beratung laut Verfahrensrichtlinie erforderlich ist, zu lösen, um noch mehr öffentliche Beratungen durchführen zu können. Hohe, meist einstimmige Beschlüsse unseres Ausschusses signalisieren der Bundesregierung, dass wir der Auffassung sind, zwingend Abhilfe zu schaffen oder Gesetzesänderungen notwendig sind. Doch leider ist festzustellen, dass hohe Voten an die Bundesregierung in den letzten Jahren rapide abgenommen haben. Waren es zu Beginn der Wahlperiode im Jahr 2013 noch 50, so gab es im Jahr 2016 nur noch 21 Berücksichtigungs- und Erwägungsbeschlüsse. Auch hier ermuntere ich den neuen Ausschuss, mutiger und konsequenter zu sein. Denn unser Auftraggeber sind die Petentinnen und Petenten und nicht die Regierung. Ein paar weitere Zahlen. Wie auch in den vergangenen Jahren betrafen ca. 20% aller Eingaben das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Hier betreffen viele Angelegenheiten das tägliche Leben. So wurden unter anderem die Hinzuverdienstgrenze für Arbeitslose, verschiedenste Rentenfragen, die Anerkennung von Berufskrankheiten oder die schwierige Situation von Menschen mit Behinderung thematisiert. Auf dem zweiten Platz folgt das Bundesministerium des Inneren mit 1.627 Eingaben. Schwerpunkte waren hier das Kriegsgefangenen- und Heimkehrrecht,
das Wahlrecht sowie das Melde- und Personenstandswesen. Ein Drittel dieser Zuschriften ging zum Aufenthalts- und Asylrecht ein. Auch wenn die Fälle gegenüber dem Vorjahr um ca. 300 Petitionen rückläufig sind, so waren sie doch nicht weniger tragisch. Doch aufgrund des deutschen Asylrechts und der Dublin II und III Verordnungen wurden die meisten Petitionen leider abgelehnt. Ich möchte jedoch von einem besonders ergreifenden und positiven Fall berichten. Es ging um eine Bleiberechtsregelung für eine Jugendliche aus Somalia. Im Alter von 14 Jahren vor dem Terror geflohen, ihr Vater ermordet, die Überfahrt nach Italien als Zeugin mehrerer Todesfälle an Bord nur knapp überlebt, wurde sie in einem Flüchtlingscamp Opfer mehrerer sexueller Übergriffe und sollte schließlich zur Prostitution gezwungen werden. Sie floh davor nach Deutschland. Hier erhielt sie erstmalig notwendige psychologische Unterstützung. Da sie jedoch in Italien bereits als Flüchtling anerkannt war, lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ihren Asylantrag zunächst ab und forderte sie auf, nach Italien zurückzukehren. Dies hätte die bereits erzielten therapeutischen Erfolge jedoch völlig zunichte gemacht. Und auch eine Selbstmordgefährdung konnte hier nicht ausgeschlossen werden. Mitglieder des Petitionsausschusses führten deshalb ein Gespräch mit Vertretern des Bundesministeriums des Innern mit dem Ergebnis, dass schließlich ein Weg gefunden wurde, der Petentin ein Bleiberecht in Deutschland zu ermöglichen. Dieses Beispiel sollte auch weiterhin Ansporn für uns sein, gemeinsam mit großem Engagement über die Fraktionsgrenzen hinaus konstruktiv zum Wohl der Petentinnen und Petenten zusammenzuarbeiten. Die vielen kleinen persönlichen Anliegen aus dem täglichen Leben stehen zwar nicht so sehr im Fokus der Öffentlichkeit, bilden aber mit rund 75% der Eingaben das Kerngeschäft der Ausschussarbeit. Im Rahmen der parlamentarischen Prüfung führten Ausschussmitglieder 21 Berichterstattergespräche durch, in denen im direkten Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern der Ministerien versucht wurde, schwierige Einzelfälle zu klären. Hierbei ging es beispielsweise um Visaangelegenheiten, das Aufenthaltsrecht, Behindertenwerkstätte oder die Vergütung medizinischer Leistungen. In einem Fall wurde zusätzlich auch Akteneinsicht genommen. Dies geschieht doch alles unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Anders ist es bei einem Ortstermin, der in der Öffentlichkeit stattfindet, wie zum Beispiel der Ortstermin in der Gemeinde Karlsburg in Vorpommern. Im Berichtsjahr führte der Ausschuss 2 öffentliche Sitzungen durch. Die Petentinnen und Petenten können hier ihr Anliegen dem Ausschuss und den Regierungsvertretern persönlich vortragen. Eine Live-Übertragung im Parlamentsfernsehen und die Einstellung in die Mediathek des Bundestages stellt zudem mehr Öffentlichkeit her. Folgende Themen wurden unter anderem öffentlich behandelt: die Erhaltung des eigenständigen Berufsbildes der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege im neuen Pflegeberufsgesetz mit über 160.000 Unterstützerinnen und Unterstützern, die Sicherstellung der Versorgung aller therapieresistenten Menschen mit Epilepsien mit neuen Medikamenten oder die Verhinderung der Umsetzung der Tabakrichtlinienverordnung oder die Sicherung der freien Wahl des Geburtsortes sowie die Neuordnung des Vergütungssystems in der Geburtshilfe. Auch wenn diese Petitionen viele tausend Unterschriften hatten, bleibt es dabei, jede Petition wird ernst genommen und sorgfältig geprüft, egal ob sie von einer oder von vielen Personen unterschrieben wurde. Egal, ob sie von allgemeinem Interesse oder ein ganz persönliches Anliegen betrifft. Und egal, ob sie im Internet veröffentlicht wird oder nicht. Jede Petentin und jeder Petent bekommt im Unterschied zu privaten Petitionsplattformen eine Antwort und einen begründeten Beschluss. Auch wenn nicht jeder Petent ein positives Ergebnis erwarten kann, versucht der Ausschuss dadurch zu helfen, dass er den Bürgerinnen und Bürgern die staatlichen Entscheidungen erläutert und nachvollziehbar macht. Allerdings sind unserer Arbeit auch Grenzen gesetzt, denn der Bundestag kann die Regierung zwar ersuchen, dem Anliegen einer Petition zu entsprechen, zu einem Handeln zwingen kann er sie leider nicht. Gerade wenn es um die Modifizierung von Gesetzen geht, ist oft ein langer Atem nötig. Umso mehr freut mich die Mitteilung der Bundesregierung, dass einem Anliegen, zu dem der Ausschuss im Jahr 2014 ein hohes Votum an die Bundesregierung gerichtet hatte, nun vollständig entsprochen wurde. Es handelt sich dabei um Kinder, die einen Elternteil verloren haben und als Halbwaisenrentner aus der Krankenversicherung des verbliebenen Elternteils ausgegliedert werden. Sie mussten von ihrer Rente selbst Beiträge an die Krankenkasse entrichten. Neben ihrem schweren Schicksal war dies für die Betroffenen eine zusätzliche finanzielle Belastung. Seit dem 1. Januar 2017 ist gesetzlich geregelt, dass eine Versicherungspflicht für Waisenrentner mit Beitragsfreiheit bis zu den Altersgrenzen für die Familienversicherung besteht. Ich denke, das ist ein Erfolg. Und
Und diese guten Nachrichten sollten uns Mitglieder noch mehr bestärken, beharrlich und mit Nachdruck an der Lösung der Probleme der Petentinnen und Petenten zu arbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die 18. Wahlperiode geht zu Ende. Es sei mir deshalb auch ein persönliches Wort als Ausschussvorsitzende gestattet. Zum einen möchte ich mich ganz herzlich bei allen Ausschussmitgliedern, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ausschussdienstes, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen und der Abgeordneten ganz herzlich für die sachliche, konstruktive und gute Zusammenarbeit bedanken. Zum anderen möchte ich der kommenden Koalition auf dem Weg mitgeben, dass, ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag, lebendige Demokratie und Bürgerbeteiligung auch mit Leben erfüllt werden müssen. Der Petitionsausschuss, so versichern alle Abgeordneten unseres Ausschusses, sollte in einer Demokratie und in der Politik kein Nebenschauplatz sein. Ich denke, ein Mehr an Transparenz und Öffentlichkeit der eigenen Arbeit und ein Mehr an Vertrauen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern würde wohltuend für Abgeordnete und für die Petenten sein. Und abschließend möchte ich alle Bürgerinnen und Bürger ermutigen, nutzen Sie Ihr Petitionsrecht. Es ist Ihr Recht. Lassen Sie sich dabei von George Orwell leiten, der sagte, Freiheit ist das Recht, anderen zu sagen, was sie nicht hören wollen. Herzlichen Dank. Als nächster spricht der Kollege Udo Schiefner für die SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! In meiner ersten Rede im Deutschen Bundestag 2014 durfte ich bereits zum Tätigkeitsbericht sprechen. Und ich habe damals gesagt, als neuer Abgeordneter, es war mir ein Wunsch, ein Herzenswunsch, in diesem Ausschuss zu sein. Und ich habe keine Minute bereut, damals auch diese Arbeit aufgenommen zu haben. Und ich möchte jetzt, 3 Jahre später, hier auch noch mal aus voller Überzeugung wiederholen und bekräftigen. Die Arbeit hat mir gezeigt, der Petitionsausschuss bleibt für mich einer der wichtigsten Ausschüsse dieses Parlaments, wenn er auch oftmals fern von Fernsehkameras und Mikrofonen tagt. Aber warum eigentlich? Was ist so Besonderes am Petitionsausschuss? Petitionen an den Deutschen Bundestag brauchen keinen Daumen hoch wie in sozialen Netzwerken. Sie brauchen und müssen nicht in kleinen Filterblasen an die Oberfläche blubbern. Echte Petitionen sind nicht von durchschaubaren Algorithmen abhängig. Petitionen machen auch keine Ochsentour durch Parteiinstanzen. Petitionen sind eigentlich nur das, die einfachen Dinge, die Anliegen der Menschen, die auf dem direkten Weg im Parlament ankommen, im Petitionsausschuss landen und letztlich auf unserem Schreibtisch. Und wir nehmen sicherlich jede Petition ernst, denn sie sind nicht wirkungslos, diese Petitionen. Wir erfahren von Nebenwirkungen der Gesetze, wir erfahren, wo politische Entscheidungen oder ihre Umsetzungen nicht rundlaufen, wo nachgebessert werden muss. Und da brauchen wir die Menschen als Gradmesser mit ihren Informationen, die sie uns geben. Und die Masse der Petitionen sind sehr korrekt, konkret und klar und gut argumentiert. Oft denke ich mir, wenn ich Petitionen lese, genau auf den Punkt gebracht. Warum haben wir das nicht längst schon so geregelt oder auch so gesehen? Unsere Aufgabe ist es deshalb, die Hinweise der Bürgerinnen und Bürger ernst zu nehmen, unvoreingenommen zu prüfen und auch aufzunehmen. Dabei sollten wir als Politiker auch unsere eigenen Scheren im Kopf weglassen. Anders als in anderen Fachausschüssen sollte sich meiner Meinung nach unsere Arbeit nicht am klassischen Rollenverständnis von Koalition und Opposition orientieren. Unsere Aufgabe im Petitionsausschuss werden wir gerecht, wenn wir jedes einzelne Mal ganz genau hinschauen, wenn wir einzig die Sorgen und Nöte der Petentinnen und Petenten in den Mittelpunkt stellen. Der Petitionsausschuss ist das zentrale Instrument echter Bürgerbeteiligung auf Bundesebene. Unser Petitionsrecht ist erfolgreich, und das muss auch so bleiben. Die letzte große Reform des Petitionsrechts fand jedoch vor 12 Jahren unter SPD-Führung statt.
Einigen hier im Haus fehlt meiner Meinung nach seitdem der Willen und der Mut, hier auch wieder große Reformen auf den Weg zu bringen, um das Petitionsrecht zu modernisieren. Sinkende Petitionszahlen werden sogar hier und da mal in Gesprächen als Ausdruck großer Bürgerzufriedenheit interpretiert. Ich finde, das ist ein Trugschluss, meine Damen und Herren. Im Zeitalter wollen die Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen direkter und schneller anbringen. Den Klickaktivisten, denke ich, dürfen wir dieses Feld nicht überlassen. Die schmücken sich zwar mit dem Label Petitionen, aber sie können nur erregen. Verändern können aber wir nur hier in diesem Parlament. Das ist die Aufgabe, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Petitionsreferates für ihre Arbeit und Ihnen hier im Saal für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Birgit Wöllert, Fraktion Die Linke. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, liebe Gäste, ich kann hier nahtlos an meinen Kollegen anknüpfen, der hier sagte, einzig und allein Sorgen und Nöte der Petentinnen und Petenten sollten im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen. Ich finde, da hat er völlig recht und das sollten wir unterstreichen. Und deshalb habe ich mich für heute auch entschieden, mal am Beispiel einer Petition zu erläutern, wie das möglich ist und wie dem trotzdem Regierung nicht unbedingt folgt. Und dann komme ich auf das zurück, was unsere Vorsitzende gesagt hat. Wir können die Regierung auffordern, ob sie es tut, das ist dahingestellt. Und vielleicht schaffen wir es heute mit der Thematisierung eines solchen Themas auch noch notwendigen Druck aufzubauen. Es geht mir um eine Gruppe von Menschen, die wirklich große Sorgen und Nöte haben, nämlich um eine Petition der Deutschen Hämophiliegesellschaft. Das ist eine Gruppe, die Menschen vertritt, die die Bluterkrankheit haben und die in den 70er und 80er Jahren mit Präparaten versorgt wurden, die kontaminiert oder verseucht waren von Viren, und zwar HIV oder Hepatitis C. In vielen Bereichen kannte man das noch nicht, aber zumindest ab Anfang der 80er Jahre war es möglich, durch Verfahren diese Viren abzutöten. Und nachweislich über einen Untersuchungsausschuss wurde geklärt, dass hier nicht nur die Pharmaindustrie fahrlässig und körperschädigend sich verhalten hat, sondern auch die Politik mit ihrer Aufsicht versagt hat. Und genau darum geht es für die Betroffenen, die mit dem HIV-Virus, mit dem HI-Virus infiziert worden sind, gab es eine Lösung über die Stiftung und dass dort Entschädigungen auf den Weg gebracht wurden. Aber für die Gruppe der Menschen, die mit dem Virus von Hepatitis C infiziert worden sind, gibt es bis heute diese Lösung nicht, obwohl sie genauso betroffen waren und betroffen sind bis heute. Trotzdem wird ihre Forderung nicht erfüllt. Das haben wir über alle Fraktionen hinweg auch so gesehen. Deswegen haben wir auch gemeinsam eine Berichterstattung gemacht. Und ich möchte hier heute an dieser Stelle nochmal an die Bundesregierung, an das Bundesgesundheitsministerium appellieren, doch der Aufforderung der Kolleginnen und Kollegen des Petitionsausschusses zu folgen und zeitnah vielleicht, wenn das Gesetz im Gesundheitsausschuss ist, für die Fortführung der HIV-Stiftung nochmal nachzudenken. Hier auch etwas für die Betroffenen mit dem HCV-Virus zu tun. Und ich denke, das wäre in dieser Legislatur ein Punkt, dass sich Petitionen lohnen,
dass es sich lohnt, dran zu bleiben, dass man in jede Fraktion gehen kann und sich dann auch etwas bewegen kann. Das wäre etwas, womit wir auch vor den Wahlen unserer Demokratie noch mal so einen Schub geben könnten und auffordern könnten, Leute, bringt euch ein, es lohnt sich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächster spricht der Kollege Michael Fietz für die CDU-CSU. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Artikel 17 des Grundgesetzes klingt so selbstverständlich, so banal, ist es aber nicht. In vielen Staaten existiert kein solches Grundrecht, sich bei staatlichen Stellen Gehör zu verschaffen oder die in der Verfassung verankerte Pflicht des Parlaments, einen Ausschuss zur Behandlung dieser Anliegen einzurichten. Das sollten wir uns immer vor Augen führen, wenn wir einmal im Jahr, einmal, auf die Arbeit unseres Petitionsausschusses blicken. Wir kümmern uns in erster Linie um die alltäglichen Sorgen und Nöte, um die Anliegen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger. Wir machen Politik im Kleinen, Politik für den Einzelnen. Und auch wenn wir nicht die großen Gesetzesentwürfe beraten, befassen wir uns doch ganz konkret mit den Lebensumständen unserer Bevölkerung, mit ihrer Sicht auf die Dinge. Und wie wir alle aus unserer täglichen Arbeit wissen, haben die Menschen in unserem Land tatsächlich keine Berührungsängste mit ihren Abgeordneten oder Institutionen, keine Berührungsängste. Sie wenden sich ausgiebig an ihre Wahlkreisvertreter, an die Ministerien oder an den Deutschen Bundestag. Und 11.236 Eingaben wurden allein im letzten Jahr an uns gerichtet, zum Teil von Einzelpersonen, in vielen Fällen von mehreren unterstützt, mal von wenigen hundert, mal von zigtausenden. 12.317 Eingaben wurden durch den Ausschuss 2016 abschließend behandelt, 743 davon in Einzelberatung des Ausschusses. Zurzeit, wurde schon erzählt, erleben wir einen leichten Rückgang an Petitionen. Die einen schieben es auf vermeintliche Konkurrenzangebote im Netz, andere darauf, dass Petitionen zu wenig bekannt seien, obwohl Hunderttausende im Jahr eine ähnliche unterschreiben. Es mag alles ein Teil davon sein und auch, lieber Kollege Schiefner, wenn ich dir ungern widerspreche, für mich besteht tatsächlich kein Zweifel daran, dass dies auch zum großen Teil schlichtweg daran liegt, dass die Menschen in unserem Land dank der guten Arbeit von uns allen, des Deutschen Bundestages und der Bundesregierung von Jahr und Jahr zufriedener sind. Und vielleicht ist das das Problem, dass wir nur auf Bitten und Beschwerden und weniger auf Lob Wert legen. Der Petitionsausschuss ist und bleibt der heiße Draht zwischen Bürgern und Parlament. Hier wird jede Petition sorgfältig geprüft, recherchiert, abgewogen, eine demokratische abschließende Entscheidung gefällt. Deshalb hat der Begriff Petition auch so einen guten Ruf. Hier im Bundestag ist es gleich, auch das hatten wir schon gehört, ob eine Petition von einem Einzelnen oder von 10.000 oder mehr Menschen eingereicht wird. Wir befassen uns mit jeder. Wir prüfen jedes Anliegen. Der Petitionsausschuss ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie man über Fraktionsgrenzen hinweg konstruktiv im Sinne unserer Bevölkerung zusammenarbeitet. Bei allen vorhandenen politischen Unterschieden, die auch wir nicht wegdiskutieren können. Ein herzliches Dankeschön daher an alle Kolleginnen und Kollegen für dieses gute Miteinander, das gerade mittwochs in der Früh nicht immer selbstverständlich ist. Vielen Dank auch an unsere Ausschussvorsitzende Kerstin Steinke für ihre ruhige und sachliche Leitung der Sitzung. Aber vor allem im Besonderen einen herzlichen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausschussdienstes, die uns mit hoher Kompetenz zuarbeiten, mit einer Geduld, um die sie der sprichwörtliche Engel beneiden kann. Wir alle nehmen die Anliegen unserer Mitbürger ernst. Das gebietet der Respekt vor unserem Volk, unserem Souverän. Das ist das Fundament unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Dieser gegenseitige Respekt ist ein nicht zu unterschätzender Faktor für die Stabilität unseres Landes. Er erhält und mehrt die Akzeptanz der Politik in der Bevölkerung.
Und was es bedeutet und wohin das führt, wenn sich Menschen nicht ernst genommen fühlen, erleben wir gerade bei einigen unserer Nachbarn. Populismus, Nationalismus und Chauvinismus sind auf dem Vormarsch. Die Identifikation der Bevölkerung mit unserem Staatswesen, seine Akzeptanz, ist die wirksamste Waffe gegen diese Verirrung. Der Petitionsausschuss ist hier ein wichtiger Baustein unserer freiheitlichen Demokratie. Und wenn Sie mich fragen, welche Petitionen mir aus den letzten Jahren in Erinnerung geblieben sind, dann kommen da schon einige zusammen. Aber nur zwei Beispiele. Die Sommerzeit, ein Dauerbrenner. Viele Menschen empfinden die Zeitumstellung als große Belastung, der kein bis bestenfalls ein sehr geringer Nutzen gegenüberstehe. Manche nervt es, manche haben damit echte gesundheitliche Probleme. Halbjährlich, pünktlich nach der jeweiligen Umstellung, erreichen im Bundestag daher zahlreiche Petitionen, die auf eine Abschaffung drängen. Leider können wir hier nicht direkt einwirken. Die Kompetenz für die Zeit liegt in Europa, weswegen wir diese Petition zur Unterstützung entsprechender Initiativen regelmäßig und einvernehmlich an unsere Kollegen des Europäischen Parlaments weitergeben. Auch die eine oder andere Fraktion, wir vor kurzem ganz entschieden, haben uns unter diesem Eindruck des Themas angenommen, haben Position bezogen und die Regierung aufgefordert, auf Ebene der Europäischen Union Einfluss zu nehmen. Ziel, die geltende Zeitumstellung abzuschaffen. Hier diente der Petitionsausschuss für alle als steter Tropfen und als Inspiration. Daneben gibt es auch viele Petitionen, wo wir direkt einwirken konnten. Beim Meister-BAföG beispielsweise. In einer Petition wurde die gesetzliche Anerkennung von Berufspraktika als Lehrveranstaltung im Sinne des, schwieriges Wort, Aufstiegs-, Fortbildungs-, Förderungsgesetzes gefordert. Damit wurde eine Lücke deutlich, die bestand, aber so nicht gewollt war. Am 26. Februar letzten Jahres wurde daher ein Kompromissvorschlag zur Novellierung des Meister-BAföGs beschlossen. Seit dem 1. August 2016 können nun die Auszubildenden an Fachschulen in ganz Deutschland BAföG für die gesamte Zeit der Ausbildung beziehen. Praktische Hilfe, direkte Hilfe durch den Petitionsausschuss. Hier zeigt, durch unseren beharrlichen Einsatz konnte eine Gesetzeslücke sinnvoll geschlossen werden. Das Meister-BAföG, ich erwähnte es, ist ein positives Beispiel für die Arbeit des Petitionsausschusses. Wir betreiben Feintuning. Im Ausschuss erfahren wir täglich die Sicht der Menschen auf die Ergebnisse der großen Politik, ihre Erfahrungen mit unseren Beschlüssen. Wir sind Resonanzboden und Reparaturbetrieb gleichermaßen. Wir erfahren auch und gerade über unseren Wahlkreis hinaus, was die Menschen in unserem Land bewegt, was sie berührt, belastet und umtreibt. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Petitionen sind Berufung. Und dieser Berufung folgen wir alle von Herzen. Gestern, heute und morgen. Vielen Dank. Die Kollegin Corinna Rüffer spricht jetzt für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr richtig, Frau Stammfiebig. Sie haben gleich auch noch Grund dazu. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das haben ja schon einige gesagt, das ist der letzte Jahresbericht in dieser Legislaturperiode, der hier debattiert wird. Einmal im Jahr steht der Petitionsausschuss hier im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Auch Ihnen da oben herzlich willkommen. Das ist eine Gelegenheit, mal Resümee zu ziehen, ein Stück weit zurückzublicken und zu schauen, was ist in den letzten Jahren passiert, was haben wir gelernt und was sollten wir alle gemeinsam vielleicht dazulernen. Meine Vorredner und Vorrednerinnen haben schon einiges gesagt. Sie haben gelobt, sie haben viel Positives gesagt. Und einem Lob möchte ich mich auf jeden Fall anschließen, nämlich dem Lob am Ausschussdienst, der wirklich unermüdlich Tausende von Akten in einer Akribie behandelt. Da muss man den Hut ziehen. Und ich glaube, das sollte man allen Petentinnen und Petenten auch noch mal mit auf den Weg geben, dass nicht die Einzigen, die hier arbeiten, die Abgeordneten sind, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die haben Großartiges geleistet. Aber auch ganz viele von uns hier, von den Abgeordneten, haben sich wirklich reingehängt. Und Eigenlob stinkt. Deswegen habe ich mal zwei Namen rausgegriffen. Frau Stamm-Fiebig auf der einen Seite und Frau Weiß von der Union.
die sich dadurch auszeichnen, dass sie in Berichterstattergesprächen wirklich ganz klug nachfragen, dass sie diese überhaupt beantragen und ganz vielen Leuten im Einzelfall geholfen haben. So, und das zeichnet, glaube ich, den Petitionsausschuss hier aus, dass da Leute kommen, die ein Interesse daran haben, Menschen im Einzelfall zur Seite zu stehen und Lösungen zu finden, wenn die Not da ist. Und hinter vielen Petitionen steht große Not, stehen Existenzfragen. Und so, wir versuchen uns dem anzunehmen und wir tun wirklich unser Bestes. Aber trotzdem, jetzt dürfen alle klatschen, weil jetzt kommt der andere Teil. Aber der Petitionsausschuss, und das muss man durchaus auch sagen, ist aus meiner Sicht immer noch viel zu sehr Kummerkasten und wird auch so wahrgenommen. Ja? Jedes Jahr, wenn dieser Jahresbericht ansteht, dann rufen ja auch die Journalisten an, die interessieren sich mal für den Petitionsausschuss und die stellen immer ganz wenige Fragen, jedes Jahr auch die gleichen Fragen. Und dazu gehört immer, sind Sie nicht eigentlich hier so der Kummerkasten? Und die zweite Frage ist, warum sind Sie denn eigentlich im Petitionsausschuss gelandet? Da will doch eigentlich keiner rein. Jetzt kann ich mal für mich sagen und für alle meine Kollegen im Petitionsausschuss, dass wir uns bewusst dafür entschieden haben, wir sind Leute, die Kernarbeit machen, die sich für Menschen interessieren und versuchen, wie gesagt, Lösungen in schwierigen Lebenslagen zu finden. Aber trotzdem, glaube ich, muss man auch mal ein bisschen selbstkritisch sein und die Frage stellen, ob wir nicht selber auch daran teilhaben, ja, dass wir nicht selber auch Ursache dafür sind, dass dieser Petitionsausschuss doch sowas wie ein Schattendasein fristet, was die Aufmerksamkeit anbelangt. Das gilt für die Aufmerksamkeit hier im Parlament. Was wissen denn diejenigen, die nicht im Ausschuss sind, über die Arbeit in unserem Ausschuss? Wann finden denn Petitionen mal in Debatten hier im Deutschen Bundestag statt? Welche Rolle spielen die denn eigentlich? So, und dann sagen wir, wir wissen jetzt, Herr Fietz, wo den Leuten der Schuh drückt, aber ich will, dass alle Menschen, die hier auf diesen blauen Bänken sitzen, wissen, wo den Menschen der Schuh drückt, weil wir sind der Gesetzgeber und wir sollten das wissen. Wir sind ja für die Menschen da und nicht umgekehrt. Und Herr Schiefner, lieber Udo, jetzt spreche ich dich mal an. Wir hatten gestern Pressekonferenz und du hast da was Gutes gesagt, nämlich, dass du der Meinung bist, dass nicht nur der Koalitionsvertrag darüber entscheiden sollte, was wir tun, wie wir entscheiden im Petitionsausschuss. Und ich sage dir, warum tun Sie, ja, warum tut ihr das nicht? Warum ist es so häufig so, dass ihr nach Lage des Koalitionsvertrages entscheidet und nicht nach der Sache und nicht danach, was eigentlich geboten wäre? Und ich weiß ja, wie weh euch das tut, euch der Sozialdemokratie, aber ich finde, ihr könnt da einfach auch mal ein bisschen mutiger sein und euch der großen Union nicht ständig unterordnen. Wenn der Schulz noch eine Chance haben soll im September, dann wäre das vielleicht mal ein Anfang. Und dann Herr Baumann. Ihnen ist das immer ganz wichtig, und ich nehme Ihnen das wirklich ab, Sie sind echt ein Aufrechter, ja, dass Sie den Petitionsausschuss ja verteidigen, ja, und positiv darstellen gegenüber den privaten Plattformen. Sie finden da immer eine Abgrenzung. Gestern haben Sie gesagt, so die privaten Plattformen, Change.org, Open Petition und so weiter, sind eigentlich nur Mogelpackungen. Die geben etwas vor, was sie nicht halten können. So, wir sind das Original, richtig, das ist auch immer so etwas. Nur wir geben die Garantie, dass tatsächlich an diesen Petitionen gearbeitet wird und am Ende eine politische Entscheidung steht. Das wäre ja schön, wenn das so wäre und wenn die Menschen, die Petenten, das wirklich auch so wahrnehmen würden. Ich will jetzt mal vorlesen aus einer Mail, die uns erreicht hat. Und die ist typisch. Das ist nur eine einzelne Mail, aber die ist repräsentativ für andere, die wir bekommen. So, es ist sehr, sehr selten, dass eine Petition an den Bundestag überhaupt das Quorum von 50.000 Unterzeichnerinnen erreicht. Die Folge, die Ausschussmitglieder müssen sich mit Bürgerinnen nicht unterhalten. Und nun wird ausgerechnet eine Petition geblockt, nicht veröffentlicht, meint er, die so vorbereitet war, dass sie gute Chancen hatte, dieses Quorum zu knacken. Immerhin hatte eine ähnliche Petition auf der Plattform Change.org, hören Sie mal zu, 126.000 Unterzeichnerinnen. Zufall, dass der Bundestag die jetzt nicht online stellt oder Unwillen, mit den Menschen da draußen in Kontakt zu kommen.
Und wenn das ist, was vom Petitionsausschuss draußen ankommt, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir tatsächlich daran arbeiten, dass wir besser werden, dass die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl gewinnen, dass wir Interesse daran haben, dass wir Lust darauf haben, auf ihre Ideen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Ich möchte noch so ein Beispiel nennen. Die TTIP-Petition, da geht es um das Freihandelsabkommen mit den USA und Europäischer Union auf der anderen Seite. Da haben 68.000 Menschen tatsächlich eine Petition unterzeichnet. Es ist dann zu einer öffentlichen Ausschusssitzung gekommen. Wissen wir noch, wann das war? Im Oktober 2014. Das ist schon eine Weile her. Das war ja faktisch am Anfang der Legislatur, ne? Und was ist seitdem passiert? Nichts. Wir haben über diese Petition noch nicht entschieden. Die liegt auf Halde. Ja? Und dann kommt der Petent zu uns und fragt immer und immer wieder, ja, was macht denn der Petitionsausschuss mit unserer Petition? Warum haben wir die eingereicht? Und das ist ein Umgang, der den Frust schürt und nicht das Vertrauen in dieses Parlament als in Gänze ja, stärkt. Und das ist etwas, was Herausforderung für uns sein müsste. Weil wir wissen doch alle, dass ganz viel Verdruss in diesem Land herrscht. Und Herr Fietz, ich muss mal sagen, 2015 hat man noch 13.000 Petitionen. Das war so wenig damals wie vor 30 Jahren davor. Jetzt 2016 hatten wir noch knapp 11.000 Petitionen. Und das ist nicht, weil die Leute so froh und glücklich sind in diesem Land, sondern das hat auch, die Welt ist immer komplizierter, ne? Aber es hat auch damit zu tun, dass die Leute nicht mehr damit rechnen, dass dieses Parlament sich ernsthaft mit ihren Nöten beschäftigt. Und das ist unsere Aufgabe und vor allen Dingen auch die Aufgabe dieses Petitionsausschusses. Und wir haben so viel, ja, und wir haben so, da sind wir uns wieder einig, Herr Baumann. Wir beide halten doch den Petitionsausschuss für die Perle der Demokratie. Ich sage potenziell. Ich halte diesen Ausschuss, wie alle, die hier geredet haben, für ungemein wichtig. Aber ich finde, wir dürfen ihn nicht verkümmern lassen. Die letzte große Reform hat vor 12 Jahren stattgefunden. Udo Schiefner hat das schon gesagt. Ja, es ist an der Zeit, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir gucken, wie wir dieses Parlament, wie wir das Herz dieses Parlaments, wie wir auch den Petitionsausschuss attraktiver machen. Wir brauchen mehr Transparenz. Wir brauchen mehr öffentliche Beratungen. Wir brauchen mehr Barrierefreiheit auch. Das Petitionswesen in Deutschland ist männlich. Ja? Bestimmte Gruppen sind einfach unterrepräsentiert und das darf nicht sein, weil diese Gruppen, an die ich gerade denke, die haben oft die größten Sorgen in diesem Land. Die finden sich aber nicht wieder in den Akten, die wir jeden Tag behandeln. Und wenn wir gegen Verdruss vorgehen wollen, dann müssen wir uns weiterentwickeln. Und ich sage ganz deutlich, diese Demokratie ist angegriffen und der Petitionsausschuss muss seinen Teil dazu leisten, dass sich das endlich wieder ändert. Vielen Dank. Die Kollegin Martina Stamm-Fiebig spricht als Nächste für die SPD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Tribünen, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Petitionsausschuss ist für mich das politische Stimmungsbarometer und der Anwalt der Bürgerinnen und Bürger. Und das ist aber nicht alles. Eine Erfolgsgeschichte aus diesem Jahr und die einzigartige Möglichkeit der direkten politischen Teilhabe auf Bundesebene deutlich macht. Es ist eine beeindruckende Geschichte einer Petition, die schließlich zum Gesetz wurde und wohlgemerkt dem einzigen Gesetz dieser Legislatur im Gesundheitsbereich, das nicht im Koalitionsvertrag verankert war. Den Ausschlag gab eine Petition beim Deutschen Bundestag zum Thema Inkontinenzversorgung. Diese Petition wies auf massive Bestände in der Versorgung mit aufsaugenden Hilfsmitteln hin. Ein Großteil der Krankenkassen arbeitet bei der Versorgung mit Inkontinenzprodukten inzwischen mit Pauschalen. Und diese Pauschalen reichen bei Weitem nicht aus, um die Versicherten mit vernünftigen Produkten zu versorgen. Patientinnen und Patienten berichteten davon, dass sie nur eine knapp bemessene Anzahl, Menge einfachster Produkte als Sachleistung ihrer Krankenkasse angeboten bekommen hätten und die gewohnte Qualität und Menge sollten sie künftig nur gegen eine private Aufzahlung erhalten können. Wegen solchen inakzeptablen Verhältnissen haben wir als das Heil- und Hilfsmittelgesetz auf den Weg gebracht.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wollen ein solidarisches Gesundheitssystem. Gesundheit darf nicht vom Einkommen abhängen, und alle Patientinnen und Patienten müssen davon ausgehen können, dass sie bei ihrer Krankenkasse ordentlich versorgt werden. Und so erarbeiteten wir entsprechende Positionspapiere, die das Gesundheitsministerium aufgriff, und dann beschloss der Petitionsausschuss einstimmig, die Petition der Bundesregierung, also dem Gesundheitsministerium, zur Erwägung zu überweisen und sie dem Patientenbeauftragten der Bundesregierung zuzuleiten. Das Ministerium reagierte sehr schnell mit einem entsprechenden Beschluss des Bundestages, und zwar mit der Mitteilung, dass dazu ein Gesetzentwurf in Arbeit ist, der Entwurf zum Heil- und Hilfsmittelgesetz. Und das Gesetz haben wir am 16. Februar 2017 beschlossen. Ich finde, das ist eine Erfolgsgeschichte, die wir selten erleben. Und auch wenn wir da noch viel hinterherlaufen müssen, aber wir haben das sehr ernst genommen. Wir haben gesehen, wo die Missstände liegen. Und darauf, liebe Kolleginnen und Kollegen, bin ich stolz. Und liebe Kollegin Rüffer, da weise ich auch in jeder Rede darauf hin, es hat sehr gut getan, Ihr Lob. Ich weiß, dass es immer schwierig ist, auf diesen Ausschuss hinzuweisen, aber ich tue es immer dann. Und in der Gesundheit können wir oft darauf verweisen, dass wir wirklich aus dem Ausschuss Gesetzgebung verändert oder veranlasst haben. Wir haben mit diesem Gesetz Transparenz geschaffen. Wir wollen zukünftig wissen, was die Menschen aufzahlen müssen. Und diese Erfolgsgeschichte ist wahrlich nicht die einzige. Frau Steinke, Sie haben darauf hingewiesen, bei den Epilepsie-Medikamenten sind wir weitergekommen, bei den Verordnungs- und Erstattungsfähigkeiten und vor allem bei dem sehr wichtigen Thema Cannabis als Medizin. Und da haben wir ja wirklich mal zusammen auch etwas, was der Union sicherlich nicht sehr leicht gefallen ist, den richtigen Weg gefunden und das richtige Gesetz gemacht. Diese Geschichten sind beispielhaft, und Petitionen bieten eben jedem Menschen unabhängig von Alter oder Staatsangehörigkeit die Möglichkeit, sein Anliegen direkt an das Parlament zu wenden. Und sie zeigen übrigens auch, dass es zu dem Petitionsverfahren im Deutschen Bundestag weder eine ernstzunehmende noch eine effektive Alternative gibt. Für solche Erfolge gilt es jedoch eine wesentliche Bedingung. Wir müssen fraktionsübergreifend hinweg für alle Petentinnen und Petenten zusammenarbeiten. Koalitionsverträge können dabei nicht der alleinige Maßstab sein. Für die Zukunft wünsche ich mir deshalb, dass wir noch stärker die jeweilige Sachfrage in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Und apropos Zukunft: Wir von der SPD wollen, dass der Petitionsausschuss seine Funktion als Anwalt aller Bürgerinnen und Bürger, als Instrument der direktdemokratischen Teilhabe noch besser erfüllen kann. Und dazu müssen wir eben diese Teilhabe erleichtern, die Handlungsmöglichkeiten des Petitionsausschusses ausweiten und mehr Öffentlichkeit herstellen. Ich finde, es ist an der Zeit, etwas Neues zu wagen und das Petitionswesen weiter strukturell zu stärken. Vielen Dank und auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Nächste Rednerin ist die Kollegin Kerstin Kastner für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Bürgerinnen und Bürger, die diese Debatte verfolgen, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Der Petitionsausschuss ist der Ausschuss des Deutschen Bundestages, der am dichtesten an den Sorgen und Problemen der Bürgerinnen und Bürger dran ist. Und umgedreht auch der Ausschuss, an den sich die Bürgerinnen am unkompliziertesten einbringen können und sozusagen auch die Thematik, die dort beraten wird, mitgestalten können. Wir alle machen die Arbeit dort mit viel Engagement und versuchen, ihre Anliegen umzusetzen, Lösungsvorschläge zu finden. Nun haben wir festgestellt, es sind weniger Petitionen im Jahr 2016 eingegangen als in anderen davor. Im Jahr 2005 lag die Zahl bei über 22.000 Sorgen und Problemen, die an uns herangetragen wurde. Woran lag das? Ich bin der Meinung, dass das nicht daran liegt, dass die Bürgerinnen und Bürger keine Probleme mehr haben. Nein, 11.000 und noch ein paar sind ja viele, viele, viele Sorgen und Probleme, und derer müssen wir uns annehmen. Ich denke aber, dass auch wir in unserer Art und Weise, wie wir die Aufgaben erfüllen, es in der Hand haben, dass wir die Arbeit noch qualifizieren und damit den Bürgerinnen und Bürgern auch Mut machen und die Hürden nehmen, sich an uns zu wenden. Ich will dazu mal drei
Möglichkeiten exemplarisch benennen. Das Erste, was ich sehe, ist, dass wir die Transparenz für unsere Arbeit erhöhen. Seien Sie doch mal ehrlich, liebe Kollegen, ich nehme an, dass alle, die hier sitzen, wissen, dass wir jede Woche über die Petition hier im Hohen Haus beraten. Da gibt es eine Drucksache und es gibt Sammellisten und über die stimmen wir dann ab. Was sich dahinter verbirgt, wird noch nicht mal jedem Kollegen hier im Haus bewusst werden, geschweige denn den Bürgerinnen und Bürgern, die uns am Fernsehen vielleicht bei der Arbeit zusehen. Deshalb sage ich, warum wollen wir nicht öfter mal tatsächlich Petitionen hier exemplarisch diskutieren, hier in diesem Hohen Haus? Wir haben das in der vergangenen Legislaturperiode ein einziges Mal gemacht. Erinnern Sie sich noch? Es ging um die Abschaffung der Sanktionen. Da hatten 90.000 Menschen diese Petition unterstützt. An der Sache haben wir aber leider damit nichts ändern können. Also auch da sollten wir uns an die eigene Nase fassen und konsequenter werden. Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Transparenz sehe ich darin, dass wir öffentlich mit dem Petitionsausschuss debattieren. Also alle Ausschusssitzungen öffentlich machen. Und sagen vielleicht welche, steht der Datenschutz dagegen, es ist nicht lohnenswert, um jede Petition öffentlich zu diskutieren. Dann sage ich aber als Alternative, dann lassen wir das Quorum deutlich nach unten gehen. Nicht 50.000 Bürgerinnen und Bürger, die die Petition unterstützen, sind die zwingende Hürde, die die Petition nehmen muss, sondern wir sollten sie deutlich verringern, damit mehr Petitionen öffentlich für die Bürger nachvollziehbar diskutiert werden können. Ein weiterer Komplex, wo ich sehe, dass wir tatsächlich viel verändern können, ist auch die Art der Erledigung der Petition. Wer genau im Bericht nachguckt, wird feststellen, dass nur etwas mehr als 6% der Petition tatsächlich so entschieden wurden, dass die Wünsche der Petenten bedacht wurden. Über 35% leider wurden nicht im Sinne der Petenten entschieden. Das hat vielfältige Ursachen. Aber was mir überhaupt nicht gefällt, ist, dass über 33%, also mehr als jede dritte Petition, gar nicht dem Parlament vorgelegt werden. Nämlich, dass sie, sobald sie eingegangen sind, mit einer Stellungnahme aus dem betroffenen Ministerium sozusagen zu den Akten gelegt werden. Mir ist da ein Fall eines Handwerksmeisters bekannt, der dann einfach aufgegeben hat. Aber er hätte sehr wohl in seiner Situation Hilfe und Unterstützung gebraucht. Also deswegen sage ich, wir sollten uns dieser Petition auch unbedingt annehmen. Und das Dritte ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben hier an vielen Stellen gemerkt, wie wichtig uns das ist. Machen wir uns wirklich zum Anwalt der Bürgerinnen und Bürger und nicht zum Anwalt der Ministerien oder nachgeordneten Ämter, vor die wir uns schützen stellen müssen. Wir sind für die Bürgerinnen und Bürger da, und das muss auch deutlich werden. Wir haben die Möglichkeit, am 29. Mai mit einer gemeinsamen Beratung neue Intention für unsere Arbeit zu setzen. Das sollten wir angehen, das sollten wir nutzen. Ich freue mich auf die Debatte und möchte mich für die gute Zusammenarbeit bei allen bedanken, aber ganz besonders auch bei unserem Ausschusssekretariat. Vielen Dank. Für die CDU-CSU spricht jetzt die Kollegin Iris Eberl. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, manche Tage sind besser, manche schlechter. Mein Mittwoch in Berlin ist selten sehr gut, denn der Petitionsausschuss beginnt schon um 8 Uhr in der Früh. Heute Morgen wäre ich fast zu spät gekommen. Meine Zahnbürste hat noch Winterzeit. Web 4.0 hat sie noch nicht erreicht, und gegen meine händischen Bemühungen, sie auf Sommerzeit umzustellen, hat sie sich bisher erfolgreich zur Wehr gesetzt. Ich schließe mich damit jetzt endgültig der Mehrmeinung an,
nämlich mehr als 70% der Bevölkerung wollen die Zeitumstellung abschaffen. Ein Viertel der Bevölkerung erfährt gerade durch das Vordrehen der Uhren gesundheitliche und psychische Probleme. Allein in dieser Wahlperiode erreichten uns 758 Petitionen zur Abschaffung der Zeitumstellung. Im März 2017 beschloss der Petitionsausschuss, Kollege Fietz hat dies schon erwähnt, in mitberatender Funktion den Antrag zur Abschaffung der Zeitumstellung an die EU weiterzuleiten. Offen bleibt nun für mich die Frage, auf wessen Kosten man sich einigen wird bei der Abschaffung. Ob die Erwachsenen auf eine Stunde Zechen in den lauen Sommerabenden verzichten werden und die letzte Stunde im Dunkeln vielleicht weiterfeiern oder ob für die Kleinsten im Lande der Besuch von Krippen, Kindergärten und Schulen im Winter quasi mitten in der Nacht beginnt. Ich befürchte, es könnte sich wieder einmal eine Einigung auf Kosten der Schwächeren ergeben. Da lobe ich mir doch die Umsicht unseres Verkehrsministers. Kinder unter 8 Jahren müssen mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg fahren. Das ist die Vorschrift. Ein Petent forderte, dass sie dort auch von ihren Eltern per Fahrrad begleitet werden dürfen. Ansonsten könnten die Eltern ihrer Aufsichtspflicht nicht angemessen nachkommen. Der Ausschuss bat das Verkehrsministerium um Stellungnahme. Die Antwort war: Die Anregung des Petenten wird bei der nächsten Änderung der Straßenverkehrsordnung sofort umgesetzt. Seit Dezember 16 ist dem Anliegen des Petenten entsprochen. Das ist Alexander Dobrindt mit einem Herz für Kinder. Diese Petition ist ein wunderbares Beispiel, wofür das Petitionsrecht steht. Jedoch sind die Sorgen der Petenten selten so klar zu beschreiben, vor allem dann nicht, wenn sie im Sozialrecht liegen und Einzelfälle betreffen. Und gerade deshalb ist das Petitionsrecht als ein im Grundgesetz verankertes Recht für jedermann so wichtig und der Petitionsausschuss eben kein altmodischer Kummerkasten. Jeder soll seinen Kummer bis auf die höchsten Spitzen des Elfenbeinturmes tragen können. Niemand interessiert sich für die Sorgen eines Max Kummermann. Niemand würde seine Petition zeichnen. Und der Petent Max Kummermann weiß, er ist mit seinem Anliegen auf das Gehör des Petitionsausschusses angewiesen. Und so liegt denn seine Petition feinsäuberlich mit vielen anderen Einzelpetitionen neben viel gewichtigeren, weil von Hunderten oder von Tausenden von Zeichnern unterstützten Petitionen. Und sie wird vom Petitionsausschuss nach wie vor gewissenhaft behandelt, oft auch mit viel Emotion und dem Wunsch zu helfen. Immer mit dem Wunsch zu helfen. Auch ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen, vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Ausschusses an dieser Stelle ausdrücklich. Das Petitionswesen des Bundestages war ursprünglich vielleicht nicht unbedingt als Instrument für Verbände und Organisationen gedacht. Diesen stehen auch andere Wege offen, ihre Interessen durchzusetzen. Aber der einzelne Bürger ist auf die Möglichkeit einer Petition angewiesen. In den letzten Jahren tauchen immer mehr Online-Portale für Kampagnen auf, die auch Petitionen als solche namentlich erwähnen. Für Nichtjuristen ist das verwirrend. Diese alternativen Petitionsplattformen mögen Petenten dazu verleiten, dort ihre Petitionen einzureichen, wie wir heute schon mehrfach gehört haben. Sie halten dieses Vorgehen vielleicht für effektiver, als sich mit ihrem Anliegen direkt an den Bundestag zu wenden. Kein Wunder. Ich zitiere sinngemäß aus deren Internetseite. Wir wenden uns mit Online-Appellen direkt an die Verantwortlichen in Parlamenten, Regierungen und Konzernen etc. Wir schmieden Bündnisse, tragen unseren Protest auf die Straße etc. mit großen Demonstrationen und so weiter. Das klingt beeindruckend und demonstriert Macht. Aber Petitionen, die dort landen, erreichen den Bundestag nie, versinken eher im Nirgendwo des Internets und vor allem dann, wenn sie nicht zum Meinungsbild des Plattformbetreibers passen. So verliert das Petitionsrecht seine ehrwürdige Rolle eines Grundrechts und wird von nicht greifbaren Scheinrechten ersetzt. Ich halte diese Entwicklung für sehr bedenklich.
Und nun zum letzten ganz persönlichen Punkt. Lieber Herr Baumann, lieber Günther, als letzte Rednerin der CDU-CSU-Fraktion will ich mein Wort an dich wenden. Du wirst als Vorsitzender unserer Arbeitsgruppe bald deinen Platz räumen. Fast 15 Jahre hast du unsere Arbeitsgruppe mit Kompetenz, Umsicht und Begeisterung durch die unterschiedlichsten Höhen und Tiefen unserer Ansichten geführt. Humorvoll, geradlinig, streitlustig in der Sache und immer ausgleichend. Eine Petition will ich gern noch einmal ansprechen. Sie lag lang vor meiner Zeit. Vielleicht kann ich dir damit eine kleine Freude bereiten. Wie man mir erzählte, hast du unerschrocken gegen eine einheitliche Farbgebung für alle deutschen Autos gekämpft. Zitronengelb sollten sie werden, nach dem Willen des Petenten. Seine Begründung war, mit einheitlich gelber Farbe würden Unfälle vermieden, das Landschaftsbild würde verbessert und vor allem würden Ost und West besser zusammenwachsen. Ost und West sind bereits zusammengewachsen. Wer etwas anderes behauptet, der lügt. Die beiden anderen Gründe gehen in Bayern derzeit gar nicht. Die Landschaft ist gelb. Wohin man schaut, Löwenzähne und blühende Rapsfelder. Gelb, gelb und nochmal gelb. Das Landschaftsbild schreit geradezu nach einer anderen Farbe. Was doch auch wieder für eine Vereinheitlichung der vielen und damit nicht aussagekräftigen Autofarben spräche. Aber aus Sicherheitsgründen müsste es eben die Komplementärfarbe von Gelb sein. Blau. Enzianblau oder vielleicht Himmelblau. Nein, CSU-Blau müsste es sein. CSU-Blau sollten wir alle umlackieren. Die roten und die grünen Autos, lieber Günther. Ich hoffe, du kannst meinem Vorschlag einiges abgewinnen. Leider können wir ihn im Detail mit mir am Pult nicht länger beraten, denn meine Redezeit ist jetzt zu Ende. Es wäre auch nutzlos, denn die Petition ist schon lange abgeschlossen. Lieber Günther, ich wünsche dir alles Gute in einem langen und glücklichen Ruhestand. Herzlichen Dank für alles, für deinen Einsatz und ganz persönlich für deine Geduld mit mir als Newcomerin. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das Wort hat jetzt der Kollege Markus Paschke für die SPD. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Kein anderes Gremium des Bundestages ist in der täglichen Arbeit so nah dran am Menschen wie der Petitionsausschuss. Wir merken sofort, was die Menschen bewegt und beschäftigt. Und das ist etwas, was mir auch immer ganz wichtig war und warum ich auch sehr, sehr gerne in diesem Ausschuss bin. Und das geht, glaube ich, vielen von uns so. In den meisten Fällen stehen soziale Fragen oder Fragen der Gerechtigkeit im Mittelpunkt. Das ist nicht immer alles objektiv, sondern das ist natürlich auch immer subjektiv betrachtet. Aber nichtsdestotrotz haben die Petenten und Petentin ein Recht, dass wir uns da einigermaßen objektiv mit beschäftigen. Der Petitionsausschuss ist nach meiner Ansicht ganz wichtig für die Demokratie in Deutschland. Denn das ist ein Element direkter Bürgerbeteiligung. Ein Element, was leider viel zu oft übergangen wird, überschlagen wird, wenig darüber berichtet wird. Und das sollten wir noch mal versuchen, ein bisschen stärker auch in die Öffentlichkeit zu bringen, dass es Beteiligungsmöglichkeiten gibt. Es wurde gerade schon gesagt, dass im vergangenen Jahr etwas über 11.000 Petitionen eingereicht wurden, etwas weniger oder deutlich weniger wie in den Jahren davor. Und nach meiner Auffassung ist ein Grund dafür auch die zunehmende Anzahl diverser privater Plattformen. Ich habe nicht den Eindruck, dass eine übermäßige Zufriedenheit mit unserer Arbeit der Grund ist, dass es weniger Petitionen gibt. Aber diese privaten Petitionsplattformen haben aus meiner Sicht ein Problem.
Sie erwecken nämlich häufig den Eindruck, dass die Petitionen, die da eingereicht oder gestellt werden, auch uns Politiker erreichen. Das tun sie aber nicht. Und das ist das große Problem, was wir haben, weil die Beteiligung und die Unterschrift, die man da leistet, die verschwindet in den meisten Fällen im Nirvana des Internets und nicht auf unseren, kommt nicht auf unsere Schreibtische. Damit einhergehen, befürchte ich, ist auch ein Steigen der Unzufriedenheit der Menschen. Denn wenn sich jemand schon mal beteiligt, dann möchte er auch irgendwie mal eine Rückmeldung bekommen und nicht das Gefühl haben, es rührt sich nichts. Das ist ein Problem, dem wir uns stellen müssen. Ich stelle aber auch fest, auf der anderen Seite, viele Menschen ein hohes Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Petitionsausschusses haben. Und für mich ist neben meinen Bürgersprechstunden und den vielen anderen Gesprächen mit den Bürgern im Wahlkreis die Petition ein wichtiges Instrument, um auf Gesetzeslücken und Ungerechtigkeiten hinzuweisen. Aus meinem Wahlkreis sind Petitionen gekommen, die das ganze Spektrum des Lebens darstellen, von Schwierigkeiten mit dem Telefonanschluss über Ärger mit Behörden bis hin zu Visaproblemen für ausländische Familienmitglieder. Und wir konnten zahlreichen Petenten helfen, nicht allen, aber doch, glaube ich, ganz, ganz vielen. Was mich aber besonders beeindruckt hat, war die Reaktion einer Petentin. Die hat nämlich um unsere Unterstützung gebeten bei der Bewilligung einer Reha-Maßnahme. Der Ausschuss hat das Bundesversicherungsamt um aufsichtsrechtliche Prüfung des Falls gebeten. Und das Ergebnis war, dass die Frau eine 5-wöchige medizinische Reha bewilligt bekommen hat. Und die hat sich dann bedankt beim Ausschuss und hat geschrieben, dieses Mal habe ich Hilfe gebraucht. Es ist schön zu erleben, dass man diese auch bekommt. Und ich muss sagen, das sind so die Situationen, da sage ich mir, es lohnt sich zu arbeiten und Politik zu machen. Es macht Spaß, wenn man den Menschen auch helfen kann. Für die Zukunft wünsche ich mir einen selbstbewussten Petitionsausschuss. Ein Petitionsausschuss, der weniger politisches Kalkül und nicht nur, wie Sie angesprochen haben, Kollegin Rüffer, von den Regierungsparteien, sondern auch wenn man Opposition um der Opposition willen macht, ist das nicht klug. Ne? Sondern ich wünsche mir einen Ausschuss, der parteiübergreifend stark zusammenarbeitet, im Sinne der Bürger und sich keine Selbstbeschränkung auferlegt durch irgendwelche anderen Sängern, sondern der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Das muss unser Ziel sein. Ich möchte zum Schluss, ich sehe, meine Zeit ist am Rednerpult abgelaufen. Herr Kollege Paschke, Sie sehen das zu Recht so. Noch kurz mich bedanken bei den Mitarbeitern vom Ausschussdienst, die wirklich ganz hervorragende Arbeit machen, aber auch bei den Mitarbeitern der Abgeordneten, die genauso stark eingebunden und beschäftigt sind. Und danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt hat der Kollege Stefan Schwarze für die SPD das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Petentinnen und Petenten und auch eine ganz besondere Begrüßung an die Staatssekretäre auf der Regierungsbank, mit denen wir sehr oft zusammensitzen und an vielen Stellen direkt auch an den Problemen arbeiten. Auch dafür meinen herzlichen Dank. Und die Kollegin Gabriele Lösekrupp-Müller, die möchte ich gerne noch mal herausstellen, die in vielen Stellen zu Gesprächen da war, die aber auch ganz genau die Arbeit des Ausschusses kennt und sie jahrelang entscheidend geprägt hat. Und die letzte große Reform vor 12 Jahren des Petitionswesens wurde angesprochen. Liebe Gabriele, du warst eine der tragenden Kräfte und der treibenden Kräfte, die das damals vorangebracht hat. Dafür herzlichen Dank. Allzu lange wirst du da nicht mehr sitzen. Du kandidierst leider nicht mehr.
wir wünschen dir an dieser Stelle auch aus dem Petitionsbereich nochmal alles, alles Gute und vielen Dank für deine Arbeit hier im Haus. Und dasselbe gilt für den Kollegen Günther Baumann. Auch an der Stelle, wir haben es eben schon gehört, 15 Jahre Mitarbeit im Petitionsausschuss. Länger? Entschuldigung, dann länger. Lange Arbeit im Petitionsausschuss. An vielen Stellen ein Kämpfer und Streiter für die Anliegen der Menschen. Wir haben uns in dieser Arbeit im Petitionsausschuss zusammengerauft. Man merkt auch, große Koalition stößt da manchmal an ihre Grenzen, was geht und was nicht geht. Die eine oder andere Sache haben wir gut hingekriegt. Bei der einen oder anderen Sache hätten wir uns sicherlich was anderes gewünscht, im gegenseitigen Verhältnis auch, aber das ist dann manchmal so. Persönlich wünsche ich dir alles, alles Gute für die Zeit danach. Bleib gesund und verfolg weiter, was wir hier so treiben. Es ist ganz viel gesagt worden zum Petitionsrecht. Es ist ganz viel gesagt worden, wo Petitionen helfen. Ich bin aber auch froh, dass wir in dieser Wahlperiode noch etwas machen, was wir noch nie gemacht haben. Wir machen eine Anhörung, wie sich dieses Petitionsrecht weiterentwickeln muss. Und da muss was passieren. Da ist an vielen Stellen die Sache angestaubt und wir müssen bürgerfreundlicher und bürgernäher werden. Was ich heute besonders betonen möchte, sind Ereignisse, die sich in unserer Arbeit widerspiegeln. Und nachdem im Jahr 2015 mehr als 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, ist es selbstverständlich, dass sich das auch in der Arbeit unseres Ausschusses widerspiegelt. Während öffentliche Debatten darüber geführt wurden, wie Deutschland mit den Herausforderungen umgehen soll, und die Bundesregierung umfangreiche Pakete zur Flüchtlings- und Asylpolitik beschlossen hat, erreichten auch die Petitionen von Flüchtlingen den Petitionsausschuss des Bundestages. Und das Petitionsrecht ist ein Grundrecht für alle Menschen. Die Betroffenen, oder besser gesagt die zahlreichen in der Flüchtlingshilfe Engagierten, den Betroffenen selbst fehlen oft die Sprachkenntnisse, baten den Petitionsausschuss um Hilfe. Hilfe in der Zusammenführung ihrer Familien, Hilfe, wenn es Fehler in Verfahren gab. Sie baten darum, in besonderen Fällen die Visaverfahren zu beschleunigen. Sie baten darum, ihre Asylverfahren in Deutschland durchführen zu dürfen. Und sie baten darum, bleiben zu dürfen. Hinter jeder Petition verbarg sich ein anderes menschliches Schicksal. Vielfach sehr begründete Anliegen und über alle Fraktionsgrenzen hinweg konnte auch oft geholfen werden. Aber all die Fälle zeigen, und damit meine ich auch die eigene Regierungsarbeit, damit meine ich auch unsere eigene Fraktion, zeigen, dass hier weiter Handlungsbedarf ist. Wir haben Handlungsbedarf, wenn es um die Situation der Kinder und Jugendlichen geht. Wir haben Handlungsbedarf bei der Familienzusammenführung. Hier müssen wir unsere Regeln im Sinne von Humanität, von Menschlichkeit reformieren. Wir haben ganz dringenden Handlungsbedarf. Und was meiner Meinung nach gar nicht geht, sind die Abschiebungen nach Afghanistan. Und gerade als Mitglieder des Petitionsausschusses sind wir gefordert, hier Änderungen einzufordern. Wir haben nur einmal im Jahr als Ausschuss die Möglichkeit, unsere Arbeit im Plenum des Deutschen Bundestages vorzustellen und allen Beteiligten rings um die Petitionsarbeit zu danken. Heute möchte ich allen Helferinnen und Helfern, allen, die in der Flüchtlingsarbeit engagiert sind in ganz Deutschland, Danke sagen für das, was sie täglich leisten. Und ich bin stolz darauf, dass wir auch in Fällen hier weiterhelfen konnten. Mein Dank geht natürlich auch an meine Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen im Ausschuss. Mein Dank geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausschussdienstes für ihren guten Job. Und große Unterstützung haben wir
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Büros. Jeder Abgeordnete ist nur so gut wie sein Team, hat mein Freund Toni Schaaf mal gesagt hier an der Stelle. Und diesen Dank in diese Büros möchte ich gerne hier weitergeben. Und mein Dank auch noch mal an die Ministerien für die gute Zusammenarbeit in vielen Berichterstattergesprächen. Ich sage auch Dankeschön. Und zum Abschluss dieser Aussprache hat der Mr. Petitionsausschuss, der Kollege Günther Baumann, für die CDU-CSU das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Präsident, wir haben heute zwei Präsidenten, also das ist auch selten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst herzlichen Dank für die guten Wünsche, auch für die Zeit danach. Also noch bin ich ja da und ein Hobby habe ich schon danach. Ich werde nicht Petitionen schreiben. Ihr werdet euch umgucken, was ihr von mir alles so kriegt. Und dann werde ich genau beobachten, wer wie votiert und wie lange das alles dauert. Also, ihr werdet mich nicht so schnell vergessen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, wir hatten im letzten Jahr ein erfolgreiches Jahr für den Petitionsausschuss. Wir haben von den Bürgerinnen und Bürgern Vertrauen für unsere Arbeit erhalten. Vertrauen für Politiker im Petitionsausschuss. Und welcher Politiker kann schon sagen, ich habe Vertrauen, wir haben es gehabt. Und über 11.000 Leute sind zu uns gekommen mit ihrem Problem. Das ist schon etwas. Und ich bitte einfach mal viele Kollegen da unten hier aufzuhören, schlecht zu reden. Wir wollen mehr, wollen dies, wir wollen alles so. 11.000 Leute kamen zu uns mit ihrem Problem und es ist eine große Anerkennung. Täglich 44 Bürgeranliegen, die wir bekommen. Und es ist ein gutes Zeichen und dafür herzlichen Dank allen. Dass wir einen leichten Rückgang haben, das ist von mehreren schon gesagt worden. Wir müssen es aber auch mal von verschiedenen Seiten sehen. Wir haben jetzt das Niveau der Petitionen wieder wie vor 1990. Da waren die Zahlen generell zwischen 10.000 und 13.000 in Deutschland, in der alten Bundesrepublik. Und wir hatten dann einen erheblichen Anstieg nach der Wende 1990. Das kann man auch erklären durch die deutsche Einheit. Wir hatten viele Probleme in Ostdeutschland, die im Einigungsvertrag nicht alle geregelt worden waren. Wir hatten Probleme bei Renten, bei Treuhandproblemen, wir kennen das alle. Da hatten wir einen Anstieg, der war im Spitzenjahr 23.000. Das war ein Niveau, was natürlich auch die Kapazitäten von uns, vom Ausschussdienst, an die Grenzen gebracht hatten. Und deswegen sehe ich es nicht negativ, wenn wir seit 2010 einen leichten Rückgang wieder haben, von 16 jetzt auf etwa 11.000. Wir sind, ich sage es mal so, wieder gesamtdeutsch wie vor 1990 angekommen von der Anzahl der Petitionen. Wir müssen bei dem Rückgang natürlich auch noch andere Sachen mit beachten. Wir haben in den letzten Jahren eine totale Zunahme in Deutschland an Bürgerbeauftragten und Ombudsmännern. Die haben eine hohe Sachkompetenz, sind in einem ganzen bestimmten Gebiet installiert, wo sie ihre Themen bearbeiten. Die Bürger vertrauen ihnen, sie gehen eben dann zum Beauftragten der Versicherung oder der Krankenkassen oder wo auch immer. Und ich habe gestern mal ein bisschen versucht zu recherchieren. Wir haben in Deutschland zurzeit etwa 70 Bürgerbeauftragte und Ombudsleute in verschiedenen Instanzen. Da die eben auch alle Stöße bekommen, ist es ja logisch, dass woanders das weniger werden muss. Von privaten Plattformen ist eine ganze Reihe schon gesagt worden, ich will es nicht wiederholen, ich bleibe dabei. Das sind Mogelpackungen, die Bürgern etwas versprechen, was sie nicht halten können. Und Kollege Paschke, eine Verbindung zwischen privaten Plattformen und uns, dass die sammeln und wir bearbeiten, kann es garantiert nicht geben. Dann sollen die Leute gleich zu uns kommen, dann machen wir das ordentlich oder auch nicht. Der Bürger hat das Recht und die Freiheit zu entscheiden, wo er hingeht. Wenn er ihm sagt, ich gehe zur privaten Plattform, dann macht er das. Wenn er zu uns kommt, kommt er zu uns. Und wenn er zu einem Beauftragten irgendwo geht, macht er eben das. Wir müssen dafür arbeiten, dass unser System, wir haben es schon gesagt, verbessert wird, indem wir für unser System werben, das mehr im Mittelpunkt stellen, in der Öffentlichkeit besser vermarkten. Wir müssen erreichen, dass wir mit positiven Fällen mehr in die Presse kommen. Ich weiß, wie schwer das ist. Wir müssen einfach unsere Vorteile mehr darstellen. Dazu gehört auch ein benutzerfreundlicher Internetauftritt, der zurzeit aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß ist. Hier muss eine ganze Reihe passieren. Unser Qualitätsmerkmal darf nicht sein, die Anzahl der Petitionen, die eingehen, sondern einfach die Bearbeitung der Petitionen, wie schnell sind wir und wie erfolgreich sind wir. Und wir haben in den letzten Jahren im Schnitt zwischen 40
und 45% positiv hatten, ist das schon eine Zahl, die sich sehen lassen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir noch einige persönliche Anmerkungen zu meiner Arbeit im Petitionsausschuss. Als ich 1998 im Bundestag kam, wollte ich damals in den Innenausschuss gehen. Ich komme aus einer Grenzregion, wollte also Innenausschuss. Sicherheit war mein Thema gewesen. Das habe ich auch geschafft. Aber da kam dazu, du musst auch im Petitionsausschuss gehen. Ich habe damals gar nicht genau gewusst, was da alles dazugehört. Und erfahrene Kollegen haben mich gewarnt. Die haben gesagt, dort hast du einen riesigen Arbeitsaufwand. Dort gibt es komplexe Themen, du musst dich rein vertiefen in die letzte Verästelung der ganzen Gesetzgebung in Deutschland. Und wir empfehlen dir, das nicht zu machen. Ich habe das trotzdem gemacht. Ich musste es ja machen, weil ich einen anderen Ausschuss haben wollte. Und ich kann nach 19 Jahren sagen, ich habe das nicht bereut. Ich möchte keines der 19 Jahre missen, wo ich Petitionen bearbeitet habe. Es waren alles spannende Themen, eine Themenvielfalt von allen möglichen. Und es hat immer wieder Spaß und Freude gemacht, sich um Probleme von Menschen zu kümmern, hineinzuversetzen und ihnen in irgendeiner Form helfen zu können. Ich habe in 19 Jahren immerhin 3 verschiedene Koalitionen erlebt. Also ich war auch schon mal Opposition, muss man alles wissen. Ich habe 4 Vorsitzende erlebt, mit allen Vor- und Nachteilen. Ja, das ist halt so. Und immerhin 7 Unterabteilungsleiter vom Ausschussdienst. Das ist der 7., den ich aushalten muss, da hinten. Also, das ist schon eine ganz schöne Zeit, die man da erlebt hat. Das Fazit bleibt für mich, es waren gute, erfolgreiche Jahre. Und wie gesagt, wir haben viele Fälle parteiübergreifend zwischen den verschiedenen Kollegen klären können. Wenn man ehrlich zueinander ist und sagt, wir wollen das machen, aus den Gründen hat das auch immer funktioniert. Und deswegen allen einen ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich bei allen Mitgliedern im Petitionsausschuss herzlich bedanken für die Zusammenarbeit. Es war meistens angenehm, auch mal streithaft, das ist kein Problem. Aber immer hat jeder versucht, im Interesse des Bürgers etwas zu erreichen. Einen herzlichen Dank auch meinem eigenen Büro, meinen Mitarbeiterinnen, die immer super zu mir standen. Ohne so eine Truppe geht es ja gar nicht. Wenn man in der Woche 25, 30 Petitionen im Büro hat, dann geht es einfach gar nicht anders. Die Kunst war für mich immer zu unterscheiden, was ist ein echtes Bürgerproblem, die unsere Hilfe brauchen, und was kann man mal etwas schneller vom Tisch runterschieben. Das ist manchmal nicht ganz so einfach. Wir haben nicht nur Bürgerversagen zu bearbeiten, sondern es ging eben auch als Behördenversagen, sondern es ging auch um moralische Themen. Wir haben eine Reihe von Petitionen gehabt, die rein gesetzlich wir hätten ablehnen müssen, aber moralisch wir gesagt haben, das geht einfach nicht, wir müssen uns hier reinversetzen. Ich denke da an unsere Frau, die in Afghanistan einen Ehepartner verloren hat, wir am Ende etwas erreicht haben, dass das finanziell geklärt werden konnte. Ich erinnere mich gerne an riesengroße Petitionsfälle, die über Jahre hinweg gingen. Wenn ich an das Postleitzahlenbuch denke, in der 14. WB, was die Post nicht mehr auflegen wollte und auch Druck von uns da wieder gemacht hat. Ich denke gerne zurück an einen Unternehmer in Chemnitz, der nach fast 20 Jahren Entschädigung bekommen hat für seinen Betrieb, der ihn nicht wieder übertragen wurde. Das Edertal-Museum in Hessen, wo wir vor Ort waren, erreicht haben. Ich denke an Prora, wo wir vor Ort erreicht haben, dass ein Museum heute noch besteht, was eigentlich schon platt gemacht war. Heimkinder, Bombodrom, Antennengemeinschaften, die jetzt wieder Rückenwind bekommen von Bundesrat, also Themen, die nach 12 Jahren wieder Licht sehen, also immer angenehme Ereignisse. Zurzeit liegen 3 große Themen noch vor uns. Das sind, Frau Wöller, die HCV-Infizierten, die wir auf jeden Fall machen wollen. Schiffsuntergang Beluga, wo wir uns rein vertiefen und nicht einfach hinnehmen, was passiert ist. Und die Radioidentifikationschips, wo wir auch gerne klären, dass jeder weiß, was er wirklich gekauft hat, ob er noch irgendwelche Kontrolle unterliegt. Wichtig ist aber auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir müssen bei Petitionsbearbeitung ehrlich sein. Bürgern was versprechen und lange hinzuhalten, hilft überhaupt nicht. Wir müssen auch in irgendwelchen Fällen mal sagen, das geht nicht mehr, die Zeit ist vorbei, wir müssen abschließen. Und deswegen, Ehrlichkeit ist ganz entscheidend. Ich denke an die Rentenfälle, die Sondersysteme der DDR, die ewig hinzuschieben, mit 109er Verfahren über zig Wahlperioden, hat den Bürgern Hoffnung gemacht, die wir niemals erfüllen konnten. Ich glaube, das ist auch keine Lösung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist von verschiedenen heute von Veränderungen gesprochen worden. Lebendige Demokratie, wir müssen Reformen durchführen, Reformen wurden angemahnt.
Und gestatten Sie mir einfach nach meiner langen Zeit, wo ich dabei bin, dass ich 4 Vorschläge für Reformen unterbreite heute. Die werden nicht bei allen Beifall hervorrufen, da bin ich mir davon überzeugt. Aber ich bin der letzte Redner, da kann keiner widersprechen. Und deswegen mache ich das trotzdem mal ganz gerne. Und ich beginne mal erstes mit den öffentlichen Sitzungen vom Petitionsausschuss. Nach 4 Wochen 50.000 Unterschriften, manchmal haben wir es auch bei weniger Unterschriften, was wir gemacht haben. Ich möchte einfach heute sagen, das ist für mich eine Sache, die wir einstellen sollen in der nächsten Wahlperiode überhaupt nicht mehr durchführen, weil das eine Ungleichbehandlung der Bürger ist. Die Bürger und die Petition haben ein Recht, nach dem Grundgesetz gleich behandelt zu werden. Mit welchem Recht tun wir eine Petition, die 50.000 Unterschriften durch eine vernetzte Gruppe erreicht hat, öffentlich behandeln und der Bürger damit seinen Rentenfall alleine kommt und alleine unterschrieben hat, wird im normalen Verfahren bearbeitet. Ich bin für eine Gleichbehandlung und deswegen würde ich gerne dem nächsten Petitionsausschuss vorschlagen, dies zu beenden. Das zweite Thema, was ich habe, 15% unserer Kraft stecken wir, zumindest einige von uns, in das Thema Vielschreiber. Das sind Petitionen, die anonym sind, verworren, beleidigend, oft ohne jeden Inhalt, die trotzdem ein komplettes Verfahren kriegen mit Bearbeitung. Diese Kraft sollten wir anderweitig einsetzen. Und ich würde den nächsten Petitionsausschuss versuchen, heute mal anzusprechen, es muss eine Definition erarbeitet werden, was ist eine Petition und was ist keine, die uns nur mit irgendwelchen Sachen einfach beschäftigt. Artikel 17 Grundgesetz uneingeschränkt erhalten bleiben, aber wer einfach einen Satz schreibt, irgendwas von sich gibt, soll man überlegen, ob das eine Petition ist. Mein dritter Vorschlag ist, wir sollten darüber nachdenken, das ist nicht mein Vorschlag, das stammt noch von Siegfried Kauder aus früheren Zeiten, wir sollten versuchen, dass der Petitionsausschuss einen Härtefallfonds bekommt, einen eigenen Fonds, wo er Geld hat und bei Fällen, wo gesetzlich keine Hilfe möglich ist, dass dort wir moralisch mit einem kleinen Betrag jemand sagen können, wir helfen dir, wie der Bundespräsident oder manche andere haben auch so einen Fonds, eben dort mit dem Geldbetrag sofort Hilfe leisten können, dass die merken, jawohl, hier reagiert einer und hilft mir. Mein vierter Vorschlag, wenn ich noch, Frau Präsidentin, darf von der Zeit, ich beeile mich auch jetzt hier, wir haben bei der Analyse der Bearbeitung von Petitionen in Europa, in der EU, in allen Ländern Europas und auch in Deutschland, in den Bundesländern festgestellt, es gibt verschiedene Systeme und es gibt an den meisten Stellen neben Petitionsausschuss einen unabhängigen Bürgerbeauftragten oder Ombudsmann. Man muss sich damit beschäftigen, welche Aufgabe haben die, was leisten die im Vergleich zum Petitionsausschuss. Einfach sagen, das brauchen wir nicht, wir sind ja auch da, sollte man nicht machen. Ich habe mich umfangreich damit beschäftigt, habe mir die Arbeit angeschaut in Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, in Thüringen, Schleswig-Holstein, seit Kurzem auch in Baden-Württemberg, wo es diese Leute gibt. Und ich sehe das absolut positiv. Wir hätten die Anonymität des Gremiums Petitionsausschuss wäre weg durch eine bekannte Persönlichkeit, das ist der Bundesbürgerbeauftragte. Wir hätten die Unabhängigkeit von Wahlperioden, von Politik, von Fraktionen, was heute mehrmals angemahnt worden ist. Ihr müsst ja nach Koalitionsvertrag machen. Wir hätten eben diese neutrale Person dastehen, der eben ständig da, wenn hier an Wahlperioden gebunden ist. Ich sehe große Vorteile im Nebeneinander mit dem Petitionsausschuss. In Bundesländern klappt das hervorragend. Und ich würde ja auch als Hilfsorgan des Parlaments sehen, ich sage mal im Vergleich zum Wehrbeauftragten oder vielleicht auch dem Bundesrechnungshof. Der Bürgerbeauftragte kann ein niederschwelliger Ansprechpartner für Bürger sein, Moderator, wie auch immer, also als Ergänzung zu unserer Arbeit. Ich denke einfach, der nächste Bundesrat soll darüber nachdenken, ob man dies neben dem Petitionsausschuss installiert, ohne den Petitionsausschuss natürlich zu entmachten. Ich stehe zu unserem Petitionswesen, habe nach 19 Jahren Bürgeranliegen nur positive Erfahrungen gemacht. Trotzdem, über Veränderungen muss man nachdenken, die Zeit ist so. Wir brauchen durch das Entstehen privater Plattformen neue Ideen für Bürgernähe und für unsere Arbeit. Nehmen Sie einfach die Ideen eines scheidenden Abgeordneten nach 19 Jahren als Denkanstöße mit Ihrer neuen Arbeit. Herzlichen Dank allen für die Zusammenarbeit und wünsche allen, die wiedergewählt werden, hoffentlich im Petitionsausschuss alles Gute. Danke.
Lieber Herr Kollege Baumann, auch von dieser Stelle noch mal ganz herzliches Dankeschön. Sie haben etwas überzogen, aber ich denke, wenn jemand 19 Jahre sich für die Menschen eingesetzt hat hier, darf man ihm auch ein bisschen zugestehen, dass er an dieser Stelle vielleicht noch die eine oder andere Anregung gibt für das nächste Parlament. Diese Denkanstöße werden wir entsprechend weitergeben an die Kollegen, die in den Petitionsausschuss gehen werden. Und für diejenigen, die vielleicht auch am Anfang denken, naja, Petitionsausschuss muss das sein, werde ich Sie gerne zitieren. Sie haben diese 19 Jahre nie bereut. Herzlichen Dank, und damit schließe ich die Aussprache. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt